Heute ist der 1. Oktober. Für alle, die zur Miete wohnen, beginnt heute die Heizperiode. Aber aufgrund der steigenden Energiepreise und der vielen Informationen, die zur Gaskrise in den Medien kursieren, herrscht zu Recht auch Unsicherheit in der Bevölkerung. Viele Menschen stellen sich die Frage, wie sie die extremen Kostensteigerungen stemmen sollen und auch, ob wir ohne Strom- und Heizungsausfälle durch diesen Winter kommen. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CIVE ergab, dass mehr als die Hälfte der Leute ihre Sorge vor Stromausfällen in diesem Winter in Deutschland als eher groß oder sehr groß bezeichnen würden. Aber sind diese Sorgen berechtigt? Wir klären in diesem Video alles mit den Zahlen und Fakten. Unsere Gasspeicher sind Stand heute zu über 91% gefüllt. Das klingt erstmal gut. Zudem sind wir laut dem Plan des Wirtschaftsministeriums damit auch voll im Soll. Demnach sollen die Gasspeicher zum heutigen 1. Oktober zu 85% gefüllt sein. Zum 1. November ist das Ziel 95%. Das sind jeweils 5% mehr, als das im Energiewirtschaftsgesetz festgehalten ist für normale Jahre. Im Februar sollen die Speicher dann wieder zu 40% gefüllt sein. Ob das realistisch ist, bleibt abzuwarten. Auch Robert Habeck selbst sagt, dass die Speicher am Ende des Winters leer sein werden. Sehr leer sogar. Aber was bedeutet leer? Wie sah das in den letzten Jahren aus? Die blaue Kurve in dieser Grafik zeigt den Verlauf der Gasspeicherfüllstände in Deutschland seit dem 1. Oktober letztes Jahr. In Grau ist die Spannweite der Füllstände der letzten 5 Jahre dargestellt. Zuerst fällt auf, dass wir bereits im letzten Herbst unterdurchschnittlich wenig Gas in den Speichern hatten. Aber dass sich die Lage auch bis zum Ende der Heizperiode im Frühjahr 2022 eigentlich ganz gut erholt hatte. Seit März füllen sich die Speicher wieder stetig. Was allerdings auffällt, ist, dass Nord Stream 1 im Juli für fast 2 Wochen kein Gas nach Europa lieferte. Und nach den Vorfällen an den Ostsee-Pipelines letzte Woche ist das sowieso sehr unwahrscheinlich, dass das auch jemals wieder passieren wird. Aber wo kommt unser Gas dann momentan her? Aktuell beliefern uns hauptsächlich Norwegen, die Niederlande und Belgien mit Gas. Deutlich zu sehen ist, dass wir bisher sehr von Russland abhängig waren, deren Gas wir aber seit dem 1.9. Jahr gar nicht mehr beziehen. Die anderen Länder habe ich der Übersichtlichkeit halber in dieser Grafik mal ausgeblendet. Ihr Anteil ist relativ gering. Momentan sind wir also bei Füllständen der Gasspeicher von über 90%. Und das ist im Vergleich zu den Vorjahren eine relativ gute Ausgangsposition. Was diese am Ende wert ist, wird sich zeigen. Sicher ist, dass wir in diesem Winter Energie sparen müssen. Sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum. Und auch die Industrie muss sparen. Diese Grafik zeigt den Gasverbrauch in Deutschland bisher in diesem Jahr. Dargestellt sind als blaue und orangefarbene Balken die Industrie sowie Haushalte und Gewerbe. Für letztere hängt der Gasverbrauch insbesondere sehr stark mit der Lufttemperatur zusammen. Hier mit der gestrichelten Linie dargestellt, da wir Gas in privaten und öffentlichen Gebäuden eben hauptsächlich zum Heizen verwenden. Das Wichtigste an dieser Grafik sind jedoch die grüne und graue Linie. Daran sehen wir, dass schon jetzt unser Gasverbrauch unterhalb des Durchschnitts der Vorjahre liegt. Damit das auch im Winter so bleibt, hat die Bundesregierung umfangreiche Maßnahmen verabschiedet, wie die Regelung der Temperatur in öffentlichen Gebäuden auf maximal 19 Grad oder auch die Abschaltung der Beleuchtung von Gebäuden, Denkmälern und Werbeflächen. Aber hilft das alles wirklich etwas? Müssen wir nicht vielleicht doch mit Blackouts in der Stromversorgung in diesem Winter rechnen? Führende Experten sind sich einig, dass dies nicht realistisch ist. Im Fall der Fälle würde das deutsche und europäische Stromnetz bevorzugt werden, sodass zuerst einmal Groß- und Industriekunden ohne Gas auskommen müssten, damit es verwendet werden kann für die Stromerzeugung privater Haushalte. Aber auch da reden wir nur vom absoluten Ausnahmezustand. Was übrigens komplett daneben ist, sind solche Tweets, wie sie die CSU in dieser Woche rausgehauen hat. Ich möchte hier sicher nicht zu sehr politisch werden, aber das hat mit konstruktiver Opposition wirklich gar nichts mehr zu tun. Das ist wirklich entgegen jeder wissenschaftlicher Fakten und ist zudem völlig kontraproduktiv in diesem Diskurs.
Als Fazit können wir festhalten, dass großflächige Blackouts oder Ausfälle der Heizung bei Minusgraden im tiefsten Winter als Panik und Angstmache abzustempeln sind. Sie sind nicht realistischer und auch nicht wahrscheinlicher als in jedem anderen Winter auch. Trotzdem, die Lage ist angespannt und eine Verschlechterung der Situation ist nicht auszuschließen. So ehrlich muss man in diesem Diskurs definitiv sein. Unsere Speicher sind ausreichend mit Gas gefüllt. Wenn wir vernünftig handeln und Energie sparen, dann werden wir gut durch den Winter kommen. Daran ändert auch die Sabotage an den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 in dieser Woche nichts. Ein Video dazu könnt ihr euch übrigens hier anschauen. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Bleibt zu hoffen, dass wir aus dieser Krisensituation gelernt haben und uns unabhängig machen von Staaten wie Russland und ihrem Gas. Das Ganze am besten so schnell wie möglich. Time is up.